Palim, herzlich willkommen zum 17. Türchen. Es ist nur noch eine Woche bis Weihnachten. Das ist krass. Ich öffne als erstes die ATC. Den Stempel hier finde ich wunderschön. Gefällt mir richtig gut. Schon. Direkt zerrissen. Oh, zauberhafte Wünsche zum Fest. Niedlich. Auch ein schöner Stempel. Das ist toll. Von Melanie. Dann noch ein bisschen so koloriert. Richtig schön. Gefällt mir gut. Vielen lieben Dank, liebe Melanie. Ja, schade. Ich weiß nicht. Ich wüsste gerne, ob du auch Instagram oder so hattest. Dann könnte ich dich verlinken. Das habe ich natürlich bei den anderen auch vergessen. Ich habe es immer nur gesagt. Den Schriftzug finde ich auch ganz toll. Also, die gefällt mir auch richtig gut. Vor allen Dingen finde ich den Kontrast zwischen dem roten Hintergrund und dem restlichen hier ganz toll. Richtig schön. Auch die Karte kommt natürlich in meinen Ordner. Wie sollte es auch anders sein? Und jetzt möchte ich das Türchen von der lieben Romy öffnen. So, wollen wir doch mal schauen. Darin klackert etwas. Oh, wieder eine selbstgemachte Box. Ganz schlicht. Schönes Papier ist das. Ah, guck mal, und hier unten immer die Eingriffe. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig rum. Habe ich es richtig rum? Ja, habe ich. Sterne. Ich glaube, da wirst du mir mal auf die Sprünge helfen müssen. Nee, es riecht nicht. Ich hatte jetzt schon angenommen, es sei vielleicht fürs Bad oder so. Sind das einfach. Wie nennt man das denn? Ich hätte jetzt Wurfzeug gesagt. Es ist bestimmt nichts fürs Bad, oder? Nee. Auf jeden Fall sind das ganz viele kleine Sternchen. Kleine Sternchen und große Sternchen. Also ist das Deko? Oder ist das wieder irgendwas so wie mit den Teebären von Nina, was ich jetzt wieder mal nicht schnalle und nachher lachen sich alle kaputt über mich? Also es ist definitiv nichts zu essen und es riecht auch nicht. Sie sind aus Acryl, würde ich sagen. Ich denke, es ist Deko, schwarze Sternchen. Die sind auf jeden Fall richtig schön. Die könnte ich zum Beispiel noch um meinen Adventskranz drum herum legen. Sag mir bitte, wenn ich mich irre und wenn ich mich zum Affen mache, ja? Guck mal, da ist ganz viel Glitzer dran. Seht ihr das? Liebe Romy, du musst mir sagen, was das ist. Du hast kein Schildchen drauf gemacht. Warum hast du kein Schildchen drauf gemacht? Ich bin gespannt, was du mir sagst. Wenn es Deko ist, freue ich mich sehr. Wenn es nicht Deko ist, bin ich sehr gespannt, was es ist. Das musst du mir auf jeden Fall drunter schreiben, sonst schnalle ich es nicht. So, dann möchte ich als nächstes den Adventskalender von Steffi auspacken. Nummer 17 ist schnell gefunden. Muss ich nicht verstehen. Sind das Zettelchen? Okay, ich muss es auspacken, sonst verstehe ich es nicht. Ich glaube, es sind so Mini-Post-its oder sowas. Kann das sein? Oder ist das ein Mini-Karten? Das ist ein Mini-Kartenspiel. Nein, wie cool. Ich wollte es gerade fragen. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das ist ja toll. Ein mini winzig kleines Kartenspiel. Wie cool ist das denn? Tolle Idee. Warte, das muss ich jetzt so wieder reinlegen. Das muss ich mal nachgucken. Oh, da habe ich was kaputt gemacht. Die klebe ich gleich wieder. So. Ich kann es nicht lesen. Keine Brille auf. HCM. Kinzel. Ist das von deiner Arbeit? Hattet ihr das da? Das ist auf jeden Fall super cool. Ein super winzig, mini kleines Kartenspiel.
Total klasse. Zumal meine Kinder jetzt auch so langsam anfangen, Karten zu spielen. Ich weiß noch nicht, ob ich damit spiele oder ob ich die verbastel. Ich muss mal gucken. Oder ich lege sie mir alle auf den Kopierer, kopiere mir die alle einmal, schneide sie aus, spiele mit denen und bastel mit den Kopierten. Das geht natürlich auch. Ich glaube, so mache ich das. Die sind süß. Okay, komm schon, geh wieder zu. Boah, das ist so eine Friemelarbeit. Ich weiß, ich habe es erst 53 Mal gesagt, aber Steffi, ich hätte die Vollkrise gekriegt, wenn ich den Adventskalender gebastelt hätte. Ehrlich, dass du den hergeben mochtest. So, jetzt gleich habe ich es. Kommt die eine Seite da noch? So. Vielen lieben Dank. Tolle Idee. Ein Mini-Kartenspiel. Man kann ja schon fast sagen, ein Mikro-Kartenspiel. Richtig schön. So, dann kommt das Päckchen von der lieben Nina dran. Nina, ich habe den Tee mit Waldmeister endlich getrunken. Ja, leider nicht meins. Er riecht fantastisch, aber ist einfach nicht mein Geschmack. Aber ich habe es versucht. So. Ingwer-Orange. Da bin ich gespannt drauf. Ingwer mag ich gerne. Generell mag ich auch Orangen. Mal gucken, ob ich es auch als Teekombination mag. Es riecht gut. Mehr Ingwer als Orange. Das lässt hoffen. Jetzt habe ich ein Loch da reingemacht. Ich halte es mal zu. So. Schnief. Aufschneiden, ohne was kaputt zu machen. Oh, noch so ein Päckchen mit Ephemeras. Noch so ein schöner Umschlag. Oh, ist das toll. Richtig schön. Oh ja, ich hatte recht. Cool. Habe ich alle? Ja. Hier einmal diese wunderschönen Sonnenblumen. Imagine und Love. Hier zwei Mädels. Die ist süß. Die sieht so ein bisschen aus wie diese Engelchen. Die ist nicht so meins, aber die ist putzig. Oh, eine ganz tolle Hummel auf einer Distelblüte. Kann ich nicht lesen, aber sieht schön aus. Ein Schmetterling. Jeder Vogel ist auch toll. Noch ein Schmetterling. Noch einer. Der ist toll. So rum, ne? Ich weiß nicht, was das für eine Blume ist, aber sie ist hübsch. Oh ja, die auch. Das sieht ja spannend aus. Ach! Die kenne ich sogar. Ich weiß aber auch da nicht, wie sie heißt. Hier noch mal ein Schmetterling und hier noch mal zwei so Blumenkarten. Richtig schön, voll cool und alle wieder hinten mit Pappe verstärkt. Klasse. Vielen lieben Dank dafür. Das kann ich definitiv für mein nächstes Projekt richtig gut gebrauchen. Ach. Ich konnte keine kleinere Schere finden, Leute. Es tut mir leid. Nein, tut's nicht. Dann lüge ich auch noch so schamlos. Ja, ich glaube, ich bin ein schlechter Mensch. Was bist du? Oh, wieder was aus der Schnäppchentruhe. Okay. Oh, cool. Ich meine den Embossing-Folder. Himbeere Lemon und
Himbeer-Vanille. Ich glaube, das wird beides nicht meins sein. Wobei die immer voll lecker riechen. Naja. Ich glaube, das mit Vanille wird mir noch eher schmecken. Ich werde sie ausprobieren. Ich probiere sie alle aus. Ich werde die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie irgendwann mal gut schmecken. Das ist ein toller Embossing-Folder. Richtig cool. Total klasse. Ja, wäre auch genau der gewesen, den ich mir ausgesucht hätte. Der ist auch noch hübsch, der ist auch cool, aber den hätte ich mir als erstes geholt. Sehr schön, vielen Dank. Oh ja, Bastelstoff. Guck mal, auch da wieder ursprünglich 1 Euro, dann 55 Cent und dann nochmal auf 10 Cent runtergesetzt. Das ist mega. Super toll. Das ist so ganz, ganz fein, so wie diese Säckchen Tüll oder sowas. Total klasse, richtig schön. Und dann auch in diesem tollen Farbverlauf. Die Farbe ist sowieso voll meins. Es sieht in der Kamera ein bisschen mehr pink aus. Es ist aber tatsächlich Flieder bis ins Dunkel lila. Nix pink. Wahrscheinlich hier wegen der Unterlage. Vielen lieben Dank, liebe Nina. Da freue ich mich sehr. Da freue ich mich echt. Ups, so. Und dann... Boah, hier suche ich immer, ne? Das ist die 12, ne? Ja. 17, wo bist du denn? Da ist eine 17, aber ohne Türchen. Oder ist das Türchen dazu? Ja, ne, das ist... Nein, das ist gar kein Türchen. Ich guck mal eben nach, nicht, dass sie noch irgendwo anders ist. Nee, das muss es sein. Guck mal, steht nicht drauf, steht da oben drüber. Eine rote wieder. Müsste eigentlich wieder die hier sein, ne? Ja, doch. Aber ich glaube, dann habe ich schon zu viele. Ich habe doch bestimmt schon öfter als dreimal gesagt, es ist Apfelzimt. Naja. Wenn man keine gute Nase hat, ist alles Apfelzimt. Ist mir egal, ich freue mich drüber, ich rieche es gerne. Ihr Lieben, danke, dass ihr wieder zugeguckt habt. Wir sehen uns morgen beim 18. Türchen. Geht jetzt in den Endspurt. Lasst euch nicht stressen. Macht euch eine schöne Zeit mit euren Familien. Ihr wisst ja, Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüss.